Und Part Nummer 3 geht sofort weiter, 2 Sekunden, nachdem der andere Part aufgehört hat. Und ich war gerade dabei zu sagen, was für Super Nintendo-Spiele so meine Kindheit waren. Diese Spiele bestehen nämlich aus. Moment. Ich muss hier gerade mal kurz die Kiste aufmachen. Also, die Facecam wäre natürlich schön, ne? Also, Terranigma habe ich wirklich. Ohne Witz, Terranigma ist einfach nur. Oh Gott, Terranigma. Ah. Super Mario World, auch das beste Mario aller Zeiten. Also, mein Lieblings-Mario auf jeden Fall. Und. Aber Terranigma war, ist. Also, ohne Witz, Terranigma ist so ein geiles Rollenspiel. Und es war halt so bahnbrechend für den Super Nintendo. Ich muss da zugeben, ich war nie ein Zelda-Spieler. Ich habe noch nie in meinem Leben einen ganzen Zelda-Teil gespielt. Lyncht mich dafür, aber es ist leider so. Und weiß ich, habe mich auch irgendwie nie dazu hingezogen gefühlt. Aber macht ja auch nichts, jedem das Seine, Leute. Wenn ihr darauf steht, dann dürft ihr das gerne. Und ich würde auch nie sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist oder sowas. Das greifen wir nicht an, das sein Mitte. Oh Gott, die Wölfe. Oh, ich stehe da mal sicher. Wisst ihr was, Wölfe? Bleibt mal weg von mir. Ich will euch gar nicht, gar nichts. Ah, weg, da, wieder in Ruhe da. Jetzt kommen wir ja doch zu mir. Ach, war hier nicht so eine Wolfmutter? Ich glaube ja. Erster Down. Guck mal gar mal hinten nach. Was habe ich sonst noch für Spiel gespielt? F1 Zero. Oh, gut. Ohne Witz. Habt ihr in eurem Leben mal von dem Spiel Battletoads gehört? Battletoads ist so krank, einfach nur. Das ist so krank, das Spiel, aber es ist einfach so gut. Ich habe einen Super Nintendo von meinem Vater bekommen damals. Den hat er ja auch schon. Und. Battletoads ist sowas. So ein Side-Scroller Jump'n'Run. Und ohne Witz, dieses Spiel, ihr spielt zwei Kröten, Geheimagenten, die gegen Schweine kämpfen. Stellt euch das vor, das ist die Story des Spiels. Ihr könnt euch vorstellen, wie geil dieses Spiel war. Und es ist einfach, durch diese Absurdität war es einfach so gut. Ja, ohne Spaß, kann ich nur empfehlen. Was haben wir, was habe ich denn noch oft gespielt? Wie hieß das Spiel? Da konnte man so einen Helikopter steuern, immer eine Stadt fliegen und auf alles schießen, auf alles. Und das ist auch alles kaputt gegangen. Das fand ich immer so toll. Und ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß, leider. Oh, fliegen die Gargoyle aus dem anderen da. Sag nichts, könnt ihr. So, wir sind jetzt in den Grüften übrigens. Der erste echte Dungeon. Macht euch ausgefasst, meine Damen und Herren. Der Endgegner ist ziemlich cool. Oh, ich muss auf die Uhr gucken, wann ist das Spiel. Ah, okay, 25. Wird letzter Part für heute. Sonst schlafe ich ja nie wieder. Alter, bin ich gestorben gerade. Ich hab gekrittet. Ich hab mein Leben dick gehabt. Und habe ich nur 2 Streifen und dann krittet der mich weg. Du, das ist ja frech. Das ist ja frech. Aber was wir machen können, ist mal einen richtigen Speicherplatz erstellen. Und zwar nennen wir den LP Devring 951. Habe ich noch irgendwas oft gespielt auf dem Super Nintendo? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Also, Mortal Kombat habe ich ab und zu nochmal gespielt, den ersten Teil. Aber sonst bleibt da gar nicht mehr so viel. So, der Schritt hat schon gereicht, um uns zu saven, glaube ich. Im Vergleich zu gerade eben. Oh, schön Crit mitgegeben. Und zwei Punkte eigentlich? War kein harter Crit. Der ist auch noch nicht vorgereckt, das ist schön. So, aber ich damit fällt kein anderes mehr ein. Aber ich habe mit meinem Cousin damals immer Yoshi's Island gespielt. Also Mario Yoshi's Island. Oh, das war auch schön. Mit dem habe ich allgemein ziemlich viel gespielt. Auch sowas wie das, ich weiß gar nicht, welcher Part das war, aber SimCity bei ihm auf dem Rechner war auch immer Spaß gemacht. Ah, das sind schon so ein paar Leute, denen ich echt eine Menge zu verdanken habe in meinem Leben. Also, was ist eine Menge zu verdanken, aber eine Menge an Spaß zu verdanken. Und das ist in meinem Leben ein ziemlich wichtiger Faktor. Das möchte ich euch jetzt aber nicht näher beschreiben, das geht dann ein bisschen in meine Privatsphäre. Aber, vielleicht irgendwann mal. Aber desto trotz, ja, das hat mich schon damals ziemlich gestärkt. Und gerade so Spiele wie Dungeon Keeper oder Command & Conquer, die ich dann halt, wo ich dann mal, nennen wir es mal, so 1, 2 Stunden gespielt habe. Oh, hier ist doch gerade die Schlacht angegangen. Und auch Dungeon Siege halt. Das sind halt echte Spiele, die in meinem Gedächtnis hängen geblieben sind und die ich auch, glaube ich, immer wieder erkennen werde. Und ich glaube, Alter, was ist das für WTF?
nie aufgepasst. Was machen die denn für Schaden, Mann? Ohne Spaß. Okay, ich muss mit Taktik daran gehen. Ich merke schon, war nicht so einfach, wie ich dachte. So, wir machen jetzt erstmal gleich einen Safe-Speicherstand. Habe ich gerade so gehört. Wenn wir die zwei gekillt haben, machen wir uns. Oder die Skelette auch noch. Machen wir kurz einen Safe-Speicherstand, weil. Das sieht mir nachher dasselbe wie bei Skyrim. Und das crackt. Und das frackt mir einfach mal. Und dann habe ich einfach keinen mehr. So, Tür auf. Skelett, die! Oh, und ich gehe mal anschießen. Wir sehen, hier sind schon viele realistische Sachen bei, die es in manchen Spielen noch gar nicht gibt, die es heutzutage noch nicht gibt in manchen Spielen. Ich weiß zuerst, dass der Pfeil noch an der Wand stecken bleibt, wenn ich dagegen schieße. Kill ihn, kill ihn! Also für die Zeit war das Spiel schon ziemlich fortschrittlich, Jungs, müsst ihr wissen. Machen wir mal kurz weg, geht ja gar nichts. Weil der macht schon Höllendamage eigentlich, ne? So, mal kurz nochmal das Live nehmen. Mana brauchen wir zwar nicht, aber immer her damit, ne? So, Spiel speichern. Repeat Death Wing 2. Speichern. Sehr gut. Mach mal Mikros auch an. Glücklicherweise. Ich muss jetzt systematisch einen nach dem anderen rausnehmen, weil die machen halt echt ziemlich viel Schaden, habe ich gerade gemerkt. Vielleicht muss ich aber mal Heiltränke. Wie jetzt. Alter, ohne Spaß, was ist denn das? Schieß doch! Habe ich noch ein Geld, das kann nicht wahr sein. Ah, noch zwei. Ich habe gehofft, dass ich ohne noch einen Heiltrank auskomme, aber leider nicht. Boah, da hält er noch drei Schüsse aus, der Sack. Boah, alter Vater, ey. Alter, was ihr den Boss seht, der geht ziemlich steil, muss ich zugeben. Oh, das klingt doch gut. Oh, und dann wird mein Inventar viel zu voll. Raus. 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 Schade, Heugabel, ich mag dich eigentlich. Raus. Ach, der ist auch ziemlich geil. Ich glaube, wir leveln mal intelligent. Oh, das habe ich noch auf 10. Wir werden auf jeden Fall verkaufen. Weil der. Das wird ziemlich teuer sein, denke ich mal. Also, zumindest für die Anfangs-Dinger hier. Anfangsgehälter, wollte ich fast sagen. Die guten alten Anfangsgehälter. So, Kurzer Kompositbogen. 10 bis 16. Nice, 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 nice. Ah, die bringen auch kein Geld. Die sind zu groß dafür. Oh Gott, ich verklebe mich erst da rein. One shot. One shot. Oh, mein Fehlschuss ins Skelett weg. Oh, der schießt doch ziemlich schnell. Da kommt es so vor. Oh, das ist ein guter Bogen, glaube ich. Wahrscheinlich werden kurze Bögen schneller schießen als langsame. Okay. Ah, mittlerweile können wir doch hier den schon lernen, ne? Ja. Packen wir den mal auch mit rein. Zerstört eine Leiche und setzt die in Flammen vom Gegner. Erfordert eine. Okay. Ist einfach nur hübsch anzusehen. Wir machen einmal. Nur ist auch mal, ne? Irgendwann. So, ist denn hier irgendwo gerade ein Gegner? Aber die zerfallen ja alle, ne? Das ist natürlich jetzt blöde Gegner, weil die kann man nicht verbrennen, weil das sind halt aus Stein oder Knochen und die brennen nicht so gut. So, mal reingucken, da ist nichts drin, ne? Gehen wir mal weiter in die nächste Halle. Ach komm, hier noch was zu mitnehmen, ne? Ja, alles sowieso. Es sind noch mehr von den Viechern. Aber die sind jetzt nicht mehr so eine Gefahr, wo ich die one-shotten kann, ist das deutlich besser. Und nicht mehr drei Schüsse brauche oder so. Bam, in your face. Zwei Leben noch. Zack, weg. So, neue Nahkampfwaffe auch mal aussetzen hier. Zack, 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 zack. Ich weiß nicht, was nach dem Dungeon kam, aber da gab es so eine richtig coole Waffe, die man da bekommt. Das war mal die Lieblingswaffe meiner Schwester, die mag das Spiel nämlich auch sehr gerne. Ist auch eins ihrer Lieblingsspiele. Sie ist eigentlich gar keine PC-Spielerin. Aber das hier mochte sie sehr, sehr gerne, hat sie mal gesagt. Zu Recht.
Zu Recht machen sie das sehr gerne. Okay, nächster Raum. Oha, was ist denn für einer? Skeletthauptmann. Ach, 68 Life. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, mit dem möchte ich nicht in den Nahkampf gehen. So, noch 40 Life. Ach komm, wir gehen mal in den Nahkampf jetzt hier. Nur geht los. Okay, erstmal trifft sich keiner. Alter, wie viele haben wir gerade reingespielt? Boah! Ohne Spaß, was ist das denn? Ich bin auf der scheiß Seite gelandet. Nicht mich treffen. Aua, nein. Der two-hitte mich mit ein bisschen Pech halt mal. Also mit drei Hits bin ich tot. Komm, noch ein, noch treff nochmal! Ja, nochmal! Ja, ah, gut. Alter, was alles rausgefallen ist. Ein Schild, ein Hackbeil. Gold. Klinge. So. Klinge kann ich nicht benutzen. Kann ich nicht benutzen. Okay. Wir müssen stärker leveln. Du musst leider jetzt weg. Du musst leider auch jetzt weg. Du musst weg. So. Wir müssen ein bisschen stärker leveln. Sprich Nahkampf. Eine Map gibt's auch. Cool. Stärke. Fehlt jetzt nicht mehr viel. Bis 11. Brauchen wir 12, ne? 14. 13. Okay. Egal. Irgendwann muss man anfangen. Auch wenn es sich so was bringt. Aber was sich bei dem Spiel auf jeden Fall auszeichnet, ist, es gibt quasi keine Ladezeiten. Wow. Okay, da hab ich einen erwischt. Ja, den Mana-Trank. Nice. Boah, ein Zauberbuch, die werden später so wertvoll. Weil, um seinen Kumpanen später Zauber beizubringen, muss man halt ein Zauberbuch haben. Und, ach du Scheiße. Beste Waffe nehmen, Bogen. Ich bin down. Puh. Ich darf nicht so geizig mit dem Trinken sein. Scheiße. Jetzt muss ich jetzt also Mama rennen. Ich will nicht. Ich hab H gedrückt, also komm, jetzt ohne Spaß. Alter Vater. Oh Mann, oh. Ich mag das nicht. Ich faile, das ist nicht gut. Hab ich den ja gewonnen. So, schön. Weg ist er. Nicht das Ding, Mann. So. Das Ding ist, den Bogen halt nicht gedroppt. Das ist ärgerlich. Oder warte, kann sein, dass er noch kommt. Wir haben noch ein paar mehr. Diesmal nicht. Ah, da ist er, der Kompositbogen. Und ich sollte öfter saven. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade gelernt. So, Inventar aufräumen. So. Warum ich Zauber doppelt mitnehme, könntet ihr euch jetzt durchfragen. Das liegt eins einfach daran, dass ich gerade nochmal Dolch aufgesammelt habe und die später anderen Leuten geben werde. Also sprich anderen Leuten aus meiner Crew, sag ich mal. Und das wird halt uns später helfen, weil wir können es mal ein bisschen stärker lernen. Das wissen wir schon, dass es kommt gleich. Boah, ich muss 6 Stunden aufstehen, denn ich will einfach nicht aufhören zu spielen. Okay. Für den. Ja, nice one. Was ist denn für eine geile Waffe in der Hand? Was, so ein Hammer. Cool. Ich bin schon wieder... Das ist nicht dein Ernst.
Bin ich. Ich bin auch so behindert, Mann, dass ich da nicht drauf gucke. Oh Mann, ich krieg gleich einen Heulkrampf. Oh, meine Fresse. Ja, kann ich mich sterben lassen. Hat keinen Sinn. Das überlebe ich nicht bei so vielen. Ich darf echt nicht alle pullen. Ja, jetzt kann der Frost auch. Okay, noch ein Versuch. Das sind nochmal drei Stück. Machen wir jetzt weg, ne? Dann machen wir die Skelette auch noch weg und dann speichere ich. Weil ich jetzt mal nicht so dumm bin. Nein, lass mir liegen. Jetzt, wo ist der Mensch mit dem Kompositbogen? Nicht nochmal sterben. Droppt der nicht, darf nicht wahr sein. Das wird der hauen aber auch zu, ne? Nicht nochmal sterben. Alles noch nicht nochmal sterben. Ohne Witz, der trifft mich ja jedes Mal hier. Oh, hier. Da war der drinne, lol. So, war das safer Weg. Lebenssorge. Remetar wieder aus. Boah. Boah Gott, das bin ich, wo wir später Maultier haben. Dann ist Matt nämlich auch noch nicht im Spiel. Witz des Jahrtausends. Ich fand ihn gut. Okay. Da war, glaube ich, nichts drin, ne? Egal, ich muss nochmal auf zum dritten Mal. Und jetzt. Herr ja, deswegen, Sie sind schlau. Ja, Sie speichern den Punkt. So. Gut. Nach 80 Mal kann man es ja machen. Destotrotz würde ich glatt sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ja, sorry, wegen meinem Gefail haben wir jetzt gar nicht viel gesehen, aber ich habe ein bisschen über mein Spiel gelabert. Also, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, und ich will mich jetzt schlafen legen.